Johanna Wedemeyer ist heute Mittag die erste Kundin, die die neue Abgabemöglichkeit nutzt. Eine knappe Minute und ihre Retoure ist auf dem Weg. Praktisch, gerade für solche Zeiten, wenn man so ein bisschen flexibel reagiert, dann wird es... Vielleicht auch schön, sich nicht in der Filiale anstellen zu müssen. Ja, absolut. Gerade so mittags, zu Stoßzeiten, ist das doch ganz gut. Die Filialen, sie sind das Nadelöhr, das Sorgen macht. Gerade in der Vorweihnachtszeit, gerade bei Corona. Zurzeit werden in OWL 500.000 Päckchen und Pakete aufgegeben, pro Tag. Da sind lange Warteschlangen vorprogrammiert. Wer also ein bereits frankiertes Päckchen oder eine Retoure abgeben will, muss auf die anderen Kunden nicht mehr warten. Zum Beispiel, wenn jemand Geld abhebt oder auf sein Sparbuch einzahlt oder ein Einschreiben mit Rückschein, eine Expresssendung. Also gibt es verschiedene Vorgänge, die Zeit kosten. Und wenn man dann nur ein Paket abgeben möchte, ist das natürlich dann nicht so schön. Leider hat die zweifellos gut gemeinte Aktion zwei eklatante Schönheitsfehler. Erstens soll es nur in Herford eine weitere mobile Abgabestation in OWL geben. Und zweitens ist der Paketwagen in Bielefeld so gut versteckt, dass ihn heute die Kunden kaum fanden. Schwieriger Standort hier. Ja, haben Sie recht. Ich habe heute gerade noch eine E-Mail, eine freundliche Anfrage an die Stadt abgesendet. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir bereits ab morgen, spätestens übermorgen, direkt vor der Filiale stehen werden. Hätte man da nicht früher fragen können? Ja, haben Sie auch recht. Nur dieses ganze Projekt ist jetzt ziemlich schnell gekommen. Und wir haben es, wie gesagt, als einer der ersten mit an den Start gebracht. Und dann muss der Rest jetzt halt nach und nach kommen. Die wenigen Kunden, die den Paketwagen schließlich entdeckten, lobten den neuen Postservice allerdings in höchsten Tönen. Ja, ist wunderbar. Besser geht's nicht, weil man da diese Schlangen ist man leid. Und das ist ein tolles Angebot. Exzellent. Wirklich. Vor allen Dingen ist es ja nun in Corona-Zeiten ist es nicht ganz verkehrt, wenn man Menschenaufläufe meidet. Und so hat man halt nur eine sehr kurze Schlange, nämlich eigentlich gar keine. Und deshalb kann es fix gehen bei der Post, egal wie viele Pakete man auch immer auf die Reise schicken will. Voraussetzung ist natürlich, man findet ihn auch, den gelben Wagen. Tschüss.